Ja, dann geht's gleich weiter. 200 Meter Freistil der Männer. Da werden gleich auch Paul Biedermann sehen. Vorne aber hier mit der Startnummer 1. Das ist Jannik Lebherz aus Potsdam. Und da haben wir ihn, Paul Biedermann, der Weltrekordhalter auf dieser Strecke. Der Europameister. Auch für ihn ein neuer Anlauf in Richtung auf die Weltmeisterschaften im kommenden Sommer in Barcelona. Jannik Lebherz haben wir schon gesehen. Daneben ein weiterer Deutscher, Robin Backhaus, Sportsoldat hier aus Berlin. Bei Olympia nicht im Einsatz, nur Ersatzmann in der deutschen Staffel gewesen. Und dann geht es schon zu denen, die hier zu den Favoriten zählen. Tommaso Dossogna, Australier mit italienischen Wurzeln. Vor drei Tagen in Moskau, zeitgleich mit Paul Biedermann auf Platz 2. Er der Sieger vom Weltcup in Moskau und schnellster bislang in diesem Jahr auf dieser Strecke, Darren Townsend, der Südafrikaner. Und dann der Olympiasieger, Yannick Agnel. In London hat er sie alle deklassiert. Und das sind die Duelle, auf die sich Paul Biedermann so richtig freut. Hat so richtig wieder Lust, sich zu messen im Rennen. Gestern schwamm er praktisch allein gegen die Uhr zum Sieg über 400 Kraul. Jetzt hat er ernsthafte Konkurrenz. Daniel Skarning aus Dänemark gehört sicherlich eher nicht dazu. Genauso wie der Brasilianer ganz oben auf Van Aert, Vinicius Market. Vor einer Woche hat er seinen ersten Wettkampf nach Olympia wieder bestritten in Stockholm. Mit einem zweiten und einem vierten Platz. Olympia, das war irgendwie okay. Aber nicht so stark wie für ihn, für den Olympiasieger. Mit 3 Medaillen aus London zurückgekommen, Jannik Agnel. Erst 20 und einer der ganz neuen Stars in der internationalen Spitze. Gute Reaktionszeit da von Paul Biedermann. Normalerweise nicht der schnellste am Block. Abnimmt nach rechts oben mit der blauen Kappe, oberhalb der gelben Bahn. Da haben wir ihn schön am oberen Bildrand. Da sieht er jetzt die Konkurrenten nicht unter ihnen, unter Paul Biedermann. Jetzt hat er sie im Blick. Bester Start da für Dogonia, den Australier. Was ist mit Agnel? Denkt auch noch ein bisschen zurück. Townsend. Hier ist der Australier zu sehen. Jetzt ist Townsend vorbei mit der silbernen Kappe. Agnel auch nah mit dran. Paul Biedermann auf Position 4. Paul Biedermann ist jetzt gut drin im Rennen. Direkt im Duell da mit Agnel, aber immer noch Vierter. Die letzten 50 Meter jetzt Townsend. Der Sieger vom Weltcup in Moskau. Hier haben wir ihn in der Frontaleinstellung jetzt vor der letzten Wende. Was ist mit dem Schlusssport von Paul Biedermann? Der kommt natürlich auch voll aus dem Training heraus, ist nicht vorbereitet für dieses Rennen. Jetzt Agnel, der Franzose, der Olympiasieger. Jetzt lässt er sie alle stehen. Biedermann in seinem Sog im Kampf um Platz 2. Agnel, ganz lockerer Sieg. Und Biedermann Zweiter. Ja, was für ein Finish von den beiden. Haben sie klasse gemacht. Der Jannik Agnel hat ja gespielt mit der Konkurrenz. 1:42:10. Und Biedermann 1:42:71. Das ist seine beste Zeit in diesem Jahr auf dieser Strecke. Damit sind die beiden auf Platz 1 und 2 der aktuellen Weltjahresbestenliste. Das zeigt, dass das ein klasse Rennen gewesen ist. Agnel Weltjahresbestzeit und Paul Biedermann zweitschnellste Zeit. Also, das kann sich wirklich sehen lassen. Der Trainer von ihm und demnächst auch Britta Steffen, Fragezeichen, Paul Embacher,
Frank Embacher aus Halle. Ein bisschen durchpusten und ein bisschen schwere Beine nehme ich auch an, Paul Biedermann. Erstmal sage ich Glückwunsch zu Platz 2 hinter Yannick an Jell. Wie schätzen Sie das selber ein? Oh, ich bin, muss sagen, mit der Zeit, die hätte ich jetzt nicht gerechnet. Da konnte ich mich echt steigern, im Gegensatz zu den anderen Wettkämpfen. Und Yannick an Jell ist ganz klar eine Klasse für sich. Das hat er hier gezeigt. Und ich habe eine ganze Menge zu tun, wenn ich da in die Region kommen möchte. Aber trotzdem sind die ersten Zeichen, sage ich mal, nach einem nicht so schönen Sommer bei Olympia doch durchaus positiv, oder nicht? Ja, das diese Kurzbahn kaschiert jetzt auch ein bisschen mein fehlendes Trainingspensum. Aber Olympia oder dieser vermeintliche Misserfolg, Olympische Spiele, der hängt mir schon noch im Kopf rum. Und da wird auch so ein bisschen Weltcup das nicht abbauen. Aber die Auseinandersetzung mit dem Weltbesten hier in Form von Yannick an Jell, werden Sie die in Zukunft noch stärker suchen? Ja, doch. Also das ist eins meiner großen Ziele, dass ich viel mehr internationale Wettkämpfe mache. Ich merke einfach, je öfter man das macht, die Routine reinkommt, desto einfacher fällt das, desto mehr da kommt man da in diesen Wettkampfrhythmus rein. Und ich möchte in Zukunft verstärkt internationale Wettkämpfe schwimmen. In Zukunft wird Ihre Lebenspartnerin auch bei Ihnen in Halle sein. Britta Steffen hat auch viele Wettkämpfe gemacht in den letzten Wochen, also ein gemeinsamer Weg in die Zukunft. Ja, absolut. Und der gemeinsame Weg ist natürlich jetzt auch das Zusammenziehen. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Ja, das wird eine spannende Phase. Dann schauen wir jetzt gleich mal, wie Britta Steffen im Wasser zurechtkommt. Danke, Paul Biedermann. Und dann geht's weiter mit den anderen Freistil und Alexander Bleich.